ta 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 ta. Also, ob das so eine gute Idee war, hier zu campen? Nein, ich habe gewettet, dass ich die ganze Nacht allein im Wald zubringe und das muss ich schaffen. Was war denn das schon wieder? Ich habe mein Nilpferden ist. Wo ist mein Funkgerät? Thomas Brezina, Detektiv. Das ist ja gar keiner dran. Natürlich nicht. Das Tuten bedeutet etwas anderes. Ich weiß, natürlich, mein Essen ist endlich fertig. Nein, auch nicht. Alarm! Das ist ein Alarm! Denkste, fahr heim. Tom, könntest du bitte aufhören, hier den Oberlehrer zu spielen und mir endlich sagen, was hier tutet? Jemand versucht, sie anzufunken, Boss. Na klar, natürlich. Das hätte mir auch einfallen können. Detektivbüro, die heiße Spur, bitte kommen, bitte kommen! Jetzt ist niemand mehr dran, Tom, weil du mich herumgeschickt hast. Das könnte ein Notruf gewesen sein. Das wäre allerdings schrecklich. Ich krieg keinen Kontakt zum Detektivbüro. Das ist schon wieder. Was soll ich denn machen? Sie hat mich gesehen. Sie kommt die Riesenfledermaus. Detektivbüro, die heiße Spur. Bitte kommen, bitte kommen. Ja, hier, Läuse, Schneckenlamm. Eine Hilfe, eine Riesenfledermaus. Bitte, kommen Sie schnell. Wo befinden Sie sich, Herr Läuse? Wo? Im Zelt. Ja, wo ist das Zelt? Im Wald. Oh, und wo ist der Wald? Hier, vor der Stadt. Ich brauche eine genaue Ortsangabe von Ihnen. Bitte, wo sind Sie? Ich bin... Oh! Hilfe! Nie! Geh weg! Das ist unglaublich. Das war wirklich eine Riesenfledermaus und sie hat ihn entführt. Vorhin der Funkspruch. Tom Turbo, wir hätten ihn retten können. Bin zerknirscht, Boss. Das hilft jetzt auch nichts mehr. Kannst du wenigstens die Verfolgung der Riesenfledermaus aufnehmen? Tja, dazu muss ich sie erst einmal finden. Nichts zu sehen, Boss. Tom, mir ist gerade ein schrecklicher Gedanke gekommen. Vielleicht ist das gar keine Riesenfledermaus, sondern eine Spukgestalt. Welche? Eine Spukgestalt, die sich in eine Fledermaus verwandeln kann. Wisst ihr, welche Spukgestalt ich meine, Detektive? Wer kann angeblich die Gestalt einer Fledermaus annehmen? Der Werwolf, der Vampir oder der Poltergeist? Glaubt ihr der Werwolf, dann schreibt das D auf. Sagt ihr der Vampir, notiert das L. Oder glaubt ihr der Poltergeist, dann notiert das N. Sammelt die 5 Lösungsbuchstaben von heute und knackt am Schluss des Falles das streng geheime Codewort. So ein Pech! Tom, schalt ganz einfach das Nachtsichtgerät ein. Mach ich.
Ich muss es fangen. Tom? Hey, Tom Turbo, Tom, bitte kommen. Kein Funkkontakt mehr. Bitte, tu mir nichts. Ich schmeck ganz grauslich nach Abwaschpulver und nach Motoröl. Ich bin zäh wie Leder. Ich bleib da zwischen den Zähnen stecken. War das eine harte Landung? Und kalt ist es da. Wo bin ich denn da? Was soll denn das? Eine Höhle. Wieso mich die Riesenfledermaus da hergebracht hat? Ob es da noch mehr von der Sorte gibt? Ich krieg noch immer keinen Funkkontakt zu Tom. Moment mal. Wer funkt mir dieses Bild hier? Ah, ich glaube, ich weiß es. Das ist dieses Funkgerät von diesem Loisy. Der hat es ja verloren. Das liegt jetzt irgendwo auf dem Waldboden. Das nützt mir aber auch überhaupt nichts. Was ist denn das? Detektive, was ist das für ein Tier? Was krabbelt da? Ist das ein Käfer? Eine Wespe? Oder eine Ameise. Wer glaubt, es ist ein Käfer, schreibt das N auf. Wer sagt, es ist eine Wespe, das A. Und wer auf die Ameise tippt, das I. Tom Turbo sucht Trick. Es muss doch möglich sein, ihn zu finden, bitte. Hey Tom, da bist du ja. Endlich. Ja, ja. Er hatte nur eine etwas harte Landung. Er hat mich ein bisschen mit der Baumhöhe verschätzt. Lagerfeuer müssen immer gelöscht werden. Dazu hatte dieser Loisy aber keine Gelegenheit mehr. Es ist ja alles sehr, sehr schnell diese gegangen. Diese Riesenfledermaus hat ihn hochgehoben und ist mit ihm fortgeflogen. Und das Dumme ist, sie hat in der Luft natürlich keine Spur hinterlassen. Deshalb muss ich wissen, in welche Richtung sie weggeflogen ist. Könnt ihr das auch bei Tag feststellen, Detektive? Wohin ist die Riesenfledermaus geflogen? Schreibt euch den Buchstaben auf, der bei der richtigen Richtung zu sehen ist. Jetzt fliege ich in dieselbe Richtung und suche nach der Riesenfledermaus. Sehr gut. Das ist super, Tom. Hey, hast du schon was entdeckt? Hast du sie schon gefunden? Nein. Bin aber auch eben erst gestartet. Das stimmt. Und, hast du sie schon gesehen? Seien Sie doch nicht so ungeduldig. Ach, Entschuldigung. Sehen Sie ein bisschen fern. Okay. Melde mich wieder. Gut. Na, schauen wir, was da läuft im Fernsehen. Hunderte Superstars sind dieser Tage bei uns zu Gast. Einer reicher und schöner als der andere und vor allem bekannt aus Film, Fernsehen und aus der Hitparade. Und sie alle waren nur wegen einem einzigen Grund bei unserer Stadt, denn sie haben das super mega Konzert gespielt. Und jetzt heißt es auch schon wieder Bye Bye und Bussi Bussi. Denn unter dem Gekreische und dem Geheule der tausenden Fans sind unsere Stars gerade am Flughafen und besteigen dort ihre Flieger. Nach Hause geht es nach England, nach Amerika und nach Italien. Ab in den Süden, zurück nach Hause. Und die Abgehobenen besteigen schon ihre Jets. Hey, den kenn ich. Das alles ist ja sehr interessant. Mich interessiert aber viel mehr, was ist mit Tom? Wo steckt der? Boss, mein Aufspürgerät meldet Riesenfledermäuse in der Nähe. Nur zu sehen sind sie nicht. Wo könnten die sich versteckt haben?
Rettungsanker! Die Stimme von Loisy Schneckenlahm. Rettet mich! Rettet mich, sonst werde ich mich hier fressen! Hilfe! Hilfe! Bitte lass mich heraus! Schnell! Knack das Schloss auf! Ganz ruhig, Herr Schneckenlahm, ganz ruhig. Wenn du das gesehen hättest, was ich vorhin gesehen habe, dann wärst du nicht ganz ruhig. Wieso? Was war das? Nein, zuerst bin ich raus. Zuerst bitte. Vor der Zelle ist eine Lichtschranke. Wenn ich den Lichtstrahl unterbreche, gibt es bestimmt Alarm. Tom, es gibt da einen Trick, wie du näher fahren kannst, ohne den Lichtstrahl zu unterbrechen. Allerdings brauchst du etwas dazu. Was ist das, Detektive? Eine Frage für Meisterdetektive. Was muss Tom in den Lichtstrahl halten? Einen Spiegel, ein Blatt Papier oder ein Stück Glas? Wer glaubt, es ist ein Spiegel, schreibt das F auf. Wer sagt, es ist ein Blatt Papier, das A. Und wer auf das Glas tippt, das I.